Du befindest dich gerade in der Bewerbungsphase für deine mögliche kommende Ausbildungsstelle. Du bist dabei, deine Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen, hast dabei einige Schwierigkeiten. Dir fällt es vielleicht schwer, deinen Lebenslauf oder dein Anschreiben vernünftig aufzubauen. Du weißt nicht, welche Unterlagen du zusammenstellen musst. Alles gut. Heute schauen wir uns nämlich die meiner Meinung nach fünf wichtigsten Tipps an, wie erfolgreiche Bewerbungsunterlagen aussehen. Bleib dran. Den ersten wichtigen Punkt, den du meiner Meinung nach beachten solltest, ist, dass du nicht wie die meisten als erstes hingehst und niederschreibst, wer du bist, worin du gut bist, was deine wesentlichen Erfolge sind, sondern dass du als erstes mal bewusst darauf guckst, wie das Anforderungsprofil des Arbeitgebers aussieht. Also im Normalfall hast du die Stelle ja vielleicht irgendwo online gefunden, auf der Website deines Arbeitgebers, und da ist meistens so eine Tabelle, wo steht, das erwartet dich und einmal, das erwarten wir von dir oder das ist dein Anforderungsprofil. Versuch da mal wirklich ganz genau reinzuschauen und deine Bewerbungsunterlagen danach auszurichten, besonders deinen Lebenslauf. Denn wenn du siehst, was konkret die Erwartungen sind, kannst du genau das systematisch in deinem Lebenslauf darstellen, was von dir erwartet wird und auch zeigen, warum du genau darin eben gut bist. Versuch darauf wirklich explizit zu achten und diesen Match hinzukriegen zwischen das erwartet dein Arbeitgeber von dir oder das ist das Anforderungsprofil und das bringst du mit und das versuchst du in Einklang zu bringen und das kannst du im Anschreiben auch nochmal wirklich schön unterstreichen, indem du sagst, deswegen passe ich zum Arbeitgeber. Der zweite wichtige Tipp, den ich dir mitgeben kann, der vielleicht auch nicht direkt mit den Bewerbungsunterlagen zu tun hat, aber trotzdem mit dem wesentlichen Erfolg, den du während der Bewerbungsphase hast, ist folgender. Erhöhe die Anzahl der Bewerbungen, die du rausschickst. Also ich habe es damals so gemacht, ich glaube, ich habe es für meine Ausbildungsstelle zwei oder drei Bewerbungen nur rausgeschickt, was ich mit dem heutigen Wissen wahrscheinlich auch nicht mehr so machen würde. Ich glaube, man kann guten Gewissens 10 bis 15 Bewerbungen oder eventuell sogar mehr, je nachdem, wie viel Aufwand du in die Bewerbungsphase reinsteckst, rausschicken. Ich glaube, damit hast du einfach nur die Möglichkeit, noch mehr Jobangebote oder zumindest Angebote zu Bewerbungsgesprächen oder Assessment Centern und so weiter zu kriegen und dementsprechend auch deine Erfolgsrate erstens zu erhöhen und zweitens auch die eventuelle Auswahl oder verschiedene Optionen nebeneinander zu legen, zu welchem Arbeitgeber du dann letztendlich gehen möchtest. Ein ganz wesentlicher Punkt darüber hinaus ist meiner Meinung nach, dass du es schaffst im Anschreiben, wo du über deine Persönlichkeit und über deinen persönlichen Antrieb sprichst, ganz klar erklärst, warum die Mission, die du dir selbst gesteckt hast, zu der Mission des Arbeitgebers passt. Ich glaube, bei den meisten Arbeitgebern ist es so, dass du, egal ob das über Slogans oder Produkte, Dienstleistungen sind, die der Arbeitgeber anbietet oder generell, wie er sich nach außen präsentiert, kannst du, glaube ich, grob erkennen, was die Mission von deinem Arbeitgeber ist. Und ganz wichtig, und das solltest du hinkriegen, ist zu erklären, warum genau du zu dieser Mission passt. Also warum genau deine persönliche Mission zu der Mission des Arbeitgebers passt. Weil wenn du das schaffst, steht deinem Erfolg wirklich nichts mehr im Wege. Was ich dir als vierten Tipp mitgeben kann, was auch immer mehr kommt, ist, dass du neben dem klassischen Lebenslauf, Anschreiben und deinen Zeugnissen, Urkunden, die du dann eben beilegst, ein Motivationsschreiben beilegst. Ich glaube, das ist so in den letzten Jahren so ein bisschen vermehrt dazugekommen, dass es eine Form, ja, also eine Textform gibt, in der du persönlich beschreibst, was dich antreibt, worin deine Motivation besteht und wo du nochmal auch ja, expliziter auf deine Persönlichkeit eingehen kannst. Also, dass du nicht nur oberflächlich erklärst, bei den Arbeitgebern war ich oder vielleicht bei der Schule oder die Noten hatte ich, was auch immer, wie dein Lebenslauf bis jetzt eben aussieht, aber dass du im Motivationsschreiben immer nochmal genau darauf eingehst, was genau dich gerade antreibt, wer du eigentlich bist und was du auch erstmal für dich, aber auch mit dem Arbeitgeber zusammen erreichen möchtest. Der letzte wichtige Punkt meiner Meinung nach ist, dass du es schaffst, dich zu verkaufen. Es ist ganz, ganz wichtig und dabei gibt es auch kein Patentrezept, dass du jetzt genau die Zeilenabstände oder genau die Inhalte in deinen Lebenslauf reinbringen musst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn du auf deinen Lebenslauf oder dein Anschreiben guckst, egal ob es die Optik ist, ob es der Inhalt ist, wie es aufgebaut ist, du solltest damit sehr, sehr zufrieden sein, stolz darauf sein und erkennen können, warum es zum Arbeitgeber passt. Wenn du es schaffst, dich über deinen Lebenslauf und dein Anschreiben plus eventuell Motivationsschreiben vernünftig zu verkaufen, müsste es klappen. Und selbst wenn Arbeitgeber X dich nicht nimmt, gibt es bestimmt noch zahlreiche andere Arbeitgeber, die es tun. Deswegen auch die Bewerbungen erhöhen. Es ist aber super wichtig, dass du eben selbst auf deine Unterlagen stolz bist. Dass du darauf guckst, siehst, das bin ich, da bin ich stolz drauf und da kann ich mich selbstbewusst bei motivieren. Lass vielleicht nochmal Freunde und Familie drüber gucken, um auch wirklich alles sauber zu halten. Aber dann steht deinem Erfolg und deiner neuen Ausbildungsstelle eigentlich nichts mehr im Wege.
Doch selbst wenn die Tipps jetzt für dich hilfreich waren, aber du dich immer noch ein bisschen unsicher fühlst mit der Thematik, kannst du uns gerne, also das Ausbildung X-Team mit der E-Mail-Adresse, die hier eingeblendet ist, einmal anschreiben und mit uns auch natürlich in einem kostenlosen Format einmal über deine Ausgangssituation sprechen. Dann gucken wir uns, wo du gerade stehst, wie wir deine Bewerbungsunterlagen vernünftig aufbereiten und wie wir dich dann zu deinem Traumarbeitgeber hinkriegen. Ansonsten natürlich nicht vergessen, das Video zu liken. Wenn du Fragen hast, schreib gerne einen Kommentar. Und ansonsten auch nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video von Ausbildung X, deinem Ausbildungspartner.